Willkommen zu einem weiteren legendär mutierten Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam die Story von X-Men Origins Wolverine. Ein Spiel, das ich schon mal angespielt habe, aber heute will ich es einmal komplett mit euch da draußen durchspielen. Leider ist dieses Spiel nur im Englischen. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Patch, damit wir wenigstens deutsche Menüführung haben. Aber die Cutscenes und die ganzen Zwischensequenzen sind alle im Englischen. Das liegt daran, das Spiel ist von Raven Software. Ihr kennt sie durch Soldier Fortune, Singularity, Wolfenstein und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele, sehr brutale Spiele. Und auch dieses Spiel hier ist in Deutschland nie erschienen, weil es zu hart für den deutschen Markt war. Es ist schon ziemlich blutig, aber natürlich nicht so, dass man da jetzt irgendwie direkt das ganze Spiel verbieten muss. Wenn ihr mich unterstützen wollt bei dem Ganzen hier, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, schreibt gerne einen Kommentar. Ist Logan Wolverine einer eurer Lieblingshelden oder sagt ihr, nee, mit dem Typen konnte ich noch nie irgendwas anfangen? Schreibt es in die Kommentare und jetzt starten wir ein extrem geiles Spiel. Auf geht's! I'm the best there is at what I do. At least the people still living after I'm done doing it say that. Everyone calls me Wolverine. I don't remember other names. I don't remember much of anything. Nervous, meat? You smell nervous. Better than how you smell, that's for sure. Drop zone coming up. Alright, Leute, here we go. Der gute alte Logan. X-Men Origins Wolverine. Das ist extrem geil an dem Spiel. Waren eben die coolen Schadensmodelle, die man an Wolverine sieht. Die Klamotten zerfetzen, die Wunden, man sieht Knochen und alles.
Das ist schon wirklich sehr, sehr nice. So, zerreißen wir mal die Jungs. Alter. Also ja, so müsste eigentlich ein Wolverine-Spiel aussehen. Wir bekommen ja bald Informationen zu einem neuen Wolverine-Spiel von den Machern von Spider-Man. Und die Spider-Man-Games sind natürlich hervorragende Spiele. Miles Morales und auch das Original. Und dieses Jahr wird ja wahrscheinlich der zweite Teil kommen, Spider-Man 2 mit Venom. Und dieselben Jungs und Mädels machen auch ein Wolverine-Game. Dazu hatten wir bis jetzt nur einen Teaser. Aber der Teaser sah schon ein bisschen blutiger aus als zum Beispiel jetzt Spider-Man, was natürlich komplett harmlos ist als Spiel. Spider-Man ist allgemein natürlich deutlich harmloser als Wolverine. Auch wenn es da ein paar Comics gibt, auch bei Spider-Man, die richtig derbe sind, mit einer düsteren Geschichte, einer düsteren Botschaft und auch stellenweise Blut. Aber die Comics sind allgemein immer ein ganzes Stück härter als eben die Spiele und die Filme. Oh, Moment. Und so. Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe es nur einmal angezockt, zwei Folgen lang. Aber an sich ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ich habe Bock, das mal durchzuspielen. Das muss mein Chopper sein. Ich sollte sehen, wie Victor und die anderen machen. Time to get to work. Neues Ziel. Ein Überlebender. Alter, aber so wäre er. So wäre der Original Logan. Er geht rein und zerballert alles. Und bei Raven Software weiß man einfach, die Jungs, die machen daraus eine harte Nummer, ne? Das ist ein Studio, das steht einfach auf derbe Titel. Die meisten Spiele von denen sind, wie gesagt, in Deutschland nicht erschienen. Und wenn sie erschienen sind, dann leider auch immer nur komplett zerstückelt und gewaltgemindert, wie man es eben kennt. Und das hier ist auch ein Spiel, das sich nicht an den Comics orientiert, sondern natürlich an dem gleichnamigen Film. Wir sehen hier Hugh Jackman als Wolverine. Gegenspieler Liv Schreiber. So, wilde Sinne haben wir hier. Es geht so in die Richtung, ja, kann man schon sagen, so ein bisschen vom Typus her, wie halt die God of War Spiele oder Devil May Cry. Ich denke mal, das nächste Wolverine Game wird ein Open World Spiel. So, kann ich hier springen? Ja. Ich gehe zumindest schon mal sehr stark davon aus, also, dass wir eher so ein Spiel in die Kerbe Spider-Man haben werden. Au, 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 au. Alter Jungs, ihr habt keine Chance. Levelaufstieg. Level 2 erreicht, mehr Gesundheit. Okay, irgend so ein Typ hat die Brücke sabotiert. Ah, ist cool in Szene gesetzt. Keine Chance, Mann. Keine Chance. Holy moly. Also ich kann euch sagen, der Film war deutlich harmloser. Und ich mag auch die X-Men Wolverine Filme. Der Machetenmeister. Neue Fähigkeit erhalten. Ah, ich kann so chargen und dann ein bisschen batschen. Im Endeffekt spielen wir hier eine ausgeschmücktere Version vom Film. Also wir kommen auch an die Orte, die bereits im Film gezeigt wurden. Auch mit den Gegnern, die wir aus dem Film kennen. Nur eben alles ein bisschen ausgeschmückter, weil ein Spiel natürlich deutlich länger gehen sollte als ein Film.
Dementsprechend, ne, ist hier ein bisschen mehr Content drin. Aber es hält sich trotzdem an den Film. Aber leider nie in Deutschland erschienen und deswegen auch leider, leider ohne deutsche Synchro. Man hätte ja hervorragend den Synchronsprecher vom alten Mr. Jackman verwenden können. Kann ich ihn irgendwie hier draufstoßen? Warte. Oder kann man das rausreißen? Aber hier ist so ein schöner Pflock. Bam. On my way. Aber ich muss sagen, so brutal finde ich es eigentlich gar nicht, ne? Also, dass man da dann direkt abgesehen hat von der Veröffentlichung. Ja. Weiß nicht. Hält sich in Grenzen. Da finde ich das Punisher-Game deutlich derber. Meiner Meinung nach eh eines der heftigsten Spiele, die je gemacht wurden. Wir hatten ja irgendwann mal die Diskussion im Twitch-Stream, weil viele sagen, nee, nee, Manhunt, Manhunt. Ey, ich finde Punisher heftiger. Ich finde Punisher deutlich heftiger. Das Einzige, was man vielleicht Manhunt dann zugute heißen kann, dass da vielleicht ein bisschen die Thematik mehr kickt. Alter, wie sie am Hacken sind, die Boys. Jungs, es wird nix. Irgendwie muss ich ein bisschen an Resident Evil 5 denken bei den Gegnern. Leichte Resi 5 Wipes, ne? So, gute Nacht, mein Freund. Geil, Mann. Einfach geil. Also wenn sie sich an dem Spiel orientieren würden, Insomniac, dann, yo, dann haben wir echt ein Feuerwerk. Weil das Spiel ist ja auch, glaube ich, 2009, 10, irgendwas in die Richtung, auch schon ein bisschen älter. Mann, wie Raven Software mal aktiv war, ne? Alles in dieser Zeitperiode. Wolfenstein, Singularity, Wolverine. Die haben richtig reingehustelt, die Boys. Es war auch ganz gut bewertet. Jetzt nicht ein Überflieger, aber schon so eine solide 7,5 bis 8,0. Was zum Geier ist denn das? What the hell was that all about? Ein Tija. Okay. Yikes. Kann ich das irgendwie zerlegen? Nützt es irgendwas, Kisten zu zerlegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach so ein straightes Game. Schnetzel dich durch, mach coole Gegner platt. Wärst du einfach liegen geblieben, Alter. Wärst du einfach liegen geblieben. Kann ich die werfen? Auch nicht. Wow, wow, wow. Ey, das sieht so gut aus. Ah, blocken. Trotzdem, mir geht's gerade gar nicht gut. Okay, das war so ein schöner Konterblock. Alter! Yikes. So. Truck. Roll mal das Ding da runter, Kumpel. Wie er sich auch noch reinsetzt. Kevans. Oh, der eine da hinten windet sich noch. Oh, ich liebe diesen Sprung, den er drauf hat. Okay, Wutangriffe. Ach, Gegenstände geben auch Wutkugeln. Level 3. Ja, nice. Einfach immer schön alle hier zerreißen.
Boah, der Finisher war cool. Klauendrehung. Nice, Alter. Nice. Also auch die ganzen Angriffe sind richtig schön in Szene gesetzt. Also da haben sie auch wirklich alles so rausgeholt, was so eine Vorlage Wolverine hergibt, finde ich. Bin immer gespannt. Irgendwann wird es hier jemand anderes geben, der den guten alten Wolverine hier darstellen muss. Und man kann es sich nicht vorstellen. Ne? Deadpool ist es jetzt nochmal Mr. Jackman. Da macht er sich noch einmal Buff. Noch einmal Shred. Viele wünschen sich Tom Hardy. Aber der ist ja eigentlich schon Venom. Und ich finde es dann immer doof, wenn in einem Marvel Universe... Auch wenn das ja getrennt ist, Venom gehört ja zu Sony und ist ja nicht offiziell MCU, aber Sony träumt ja immer vom MCU. Nicht, weil sie ambitioniert sind, den Fans tolle Filme zu schenken, sondern Geld, ne? Es geht nur ums Geld. Siehe Morbius, der lebende Vampir. Eigentlich eine der coolsten Figuren aus dem Spider-Man-Universum, komplett versaut. Und Venom, wäre es nicht Tom Hardy, dann wären die Filme grottenschlecht. Er rettet viel, besonders wenn man Fan ist von Tom Hardy. Aber auch das hätte natürlich viel, viel geiler laufen können. Ist es nicht unbedingt der schlechteste Film der Welt, aber es wäre viel mehr drin. Da ist halt auch wieder nur die Geldgier ein Hindernis, weil die Produzenten dahinter... Die waren jetzt nicht unbedingt unfähig. Und wie gesagt, mit einem Tom Hardy hat man einen coolen Schauspieler, der auch wirklich roughe Rollen mimen kann. Der das auch bestimmt überzeugend alles machen könnte, was sich die Fans wünschen. Aber eben durch dieses, es muss auf Krampf ab 12 sein und es darf nicht anecken und es muss Disney-freundlich sein, weil wir uns diese Karte offen halten wollen, dass es eben dann irgendwie mit Spider-Man harmoniert. Und so weiter. Dadurch haben sie halt den Film versaut. Bei Teil 1 ist es ja sogar bekannt, dass Tom Hardy am Anfang so ein bisschen anti dem Film gegenüber war. Weil er auch nicht zufrieden war, dass es so versoftet wurde. Aber dann hat er ja zurückgerudert, weil, ne, Rufschädigung, und er ist dazu natürlich angehalten, das zu promoten, was er produziert. Da laufen natürlich auch Verträge. Und da wurde ja so viel rausgekartet, das merkt man auch. Ja, also ich habe mir den damals im Kino direkt, als er rausgekommen ist, angeguckt. Als großer Venom-Fan. Und man merkt einfach, das ist ein Film, der wurde verstümmelt. Da wurde die Schere angesetzt, da war viel mehr geplant oder da gab es auch viel mehr Substanz. Yes, ein Skin. Yo. Klassische Wolverine-Action-Figur. Ich glaube, da kriegt man auch einen Skin, soweit ich weiß. Bin mir sehr sicher, es gab Skins. Fähigkeiten, mutagene Reflexe, mutagene. Ist leer. Ist noch alles gesperrt. Also man kann auch hier einiges verbessern und machen und tun. Reflexe. Fähigkeiten, Wut. Talente, 0. Aufwertungskosten, 2. Ja, im Moment geht, glaube ich, noch nichts. Ich glaube, es geht erst ab dem... Auf dem zweiten Level. Und es war dann auch mal so die Diskussion, na, wie wäre es jetzt mit einem Director's Cut auf DVD, Blu-ray und so weiter und so fort. Und da haben die halt auch gesagt, nee. Und da weißt du genau warum. Nicht, weil sie Fanservice betreiben wollen oder weil sie denken, ja, komm, da steht eine riesen Community dahinter. Die wollen was, wir haben es, wir könnten damit ja auch nochmal Geld verdienen. Nein, die wollen unbedingt... ins verdammte MCU, ne? Wollen unbedingt die dicke Disney-Kohle. Ich hoffe, irgendwann ist dieser ganze Trend endlich mal vorbei. Und tschüss. Einfach die ganze Mauer umstoßen, so macht man das. Er denkt, er hat Glück.
Miku Hai. Ah, Miku Hai. Er hatte kein Glück. This is Logan, checking in. Logan, still alive after a helicopter crash. Why am I not surprised? I'm at the site now, sir. The pilot's here, but he's dead. There's no sign of the rest of the team. They parachuted out, but got scattered. How's Victor, sir? Your brother's fine. Rendezvous with him at a temple north of your position. You two will rig that area with the C4 he's carrying. Roger. Goes 401 out. Der große Bruder. Sabertooth. My big brother from another mother. Oder auch nicht. Oh, okay, da muss man schnell sein. Ich wollte mich nochmal umgucken, aber ich glaube, hier ist keine Marke. Bringt halt Erfahrungspunkte, ne? Und sowas nimmt man gerne mit. Was? Ausweichrolle. Macht aber bei mir gar nicht. Da macht er so einen Dodge. Ist ja die Übersetzung unten falsch? Schnell zweimal in die gleiche Richtung. Macht er bei mir nicht. Ah, jetzt. Jetzt macht er es. Alright. Gute Nacht, Freunde. Wow, 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 wow. Erstmal die Schützen wegholen, weil die machen einfach den heftigsten Damage. Alright. Gesundheit. Boah, was ist mit meiner Gesundheit los? Jetzt sehe ich es ja erst. Und eigentlich burne. Ich glaube, das Spiel war auch nicht easy. Bam. Und wieder weggeholt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, hier wird es ganz schön knackig. Was kann er denn mit denen machen? Auch jemanden aufspießen. Irgendwie kann ich das nutzen. So, mein Freund. Gehen wir mal hier hin. Ah, ich hoffe, irgendwann ist dieser ganze Trend, der alles muss kinderfreundlich werden, alles muss zensiert werden, weil es ist unbequem. Na, dann zensieren wir es. Irgendjemand könnte sich vielleicht eventuell daran gestört fühlen, zensieren wir es. Letztens hatte ich die Sache, dass ich zu was Nogga gesagt habe. Wir haben ja früher immer zum Juggernaut Nogga gesagt, ne? Wie das Eis, Nogga. Dann habe ich wirklich irgendwie mit so einem eine Diskussion gehabt, dass das ja rassistisch wäre. Nicht sowieso. Was ist daran jetzt? Das kommt von Nougat. Da haben wir das auch googeln müssen. Nicht so, siehst du? Weil das Eis kam irgendwie nach Deutschland, glaube ich, in den 60ern. Das ist eines der ältesten Langnese-Sorten überhaupt. Und dann ist es ja naheliegend, dass das Wort so ein bisschen in die Richtung geht. Klingt ja so ähnlich und dann muss das ja rassistisch sein. Aber weißt du, wenn du in allem was sehen willst, dann siehst du auch in allem was. Und da gibt es halt auch wirklich Leute, die im Internet darüber diskutieren, wo ich mir auch denke, uff. So. Weil man sieht ja, dass Filme, die sich an ein älteres Publikum richten mit ernster Thematik, wie zum Beispiel jetzt auch Joker, mit Joaquin Phoenix, funktioniert. Deadpool funktioniert. Es gibt ja Einschaltquoten. Es sind auch super erfolgreiche Filme, die nicht komplett verstümmelt wurden.
Nur weil man sich denkt, ja, aber ab 12 können noch mehr Leute rein. Jetzt auch voll die Kombos machen. Ich könnte schwören, es gab einen Kombozähler in dem Spiel. Alter, was hältst du aus, Bro? Du bist ein bisschen zu buff, mein Freund. Und ich level hier wieder. Du bist mir ein bisschen zu buff, Alter. Okay, hier können wir so nach vorne boosten. Es geht aber nicht in der Luft. Wäre auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, sinnlos, oder? Logan. XXY. 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 Oh, ist nice. This is nice, my friend. Du brauchst eine Kurbel. Kann ich nicht meine Klauen dafür missbrauchen? Es sind ja noch nicht Adamantium-Klauen, sondern Knochen. Ne? Die Originalversion. Also hier Logan noch mit einem normalen Skelett. Noch kein Adamantium drin. Mit Adamantium wird er natürlich zum Ultimate Beast. Das wäre eine Fähigkeit, die ich auch gerne hätte. Regeneration. Nicht altern. Schon geil, oder? Dazu noch quasi übermenschliche... Was? What? Wow, 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 wow. Ey, das ist immer noch das beste Ausweichen, wie ich finde. Okay, okay. Experimentierstunde ist vorbei. Kann man den anvisieren? Yes. Boah, er fängt mich einfach. Das ist mies. Das ist ultra mies. Das Gute ist, wir regenerieren uns ziemlich schnell. Alter, der Typ ist aber auch ein ganz schöner Klotz, du. So schnell kommst du ja gar nicht weg. Jetzt. Stich dieses Mistvieh kaputt. Wow, 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 wow. Raus, 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 raus. Ey, der hat aber auch eine Reichweite. Gott. Oh, jetzt wird's eng. Uff. Ey, da kommst du nicht weg, ne? Raus, 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 raus. Da kommst du nicht weg. Und er fängt mich auch nochmal hier. Komm schon, spring drauf. Macht er nicht. Jetzt, na, er fängt mich wieder. Jetzt. Und jetzt stich zu. Ah, fängt er mich wieder. Ich
habe gedacht, das wäre vielleicht jetzt der Moment gewesen. Und raus. Nee, gar kein Damage. Wow, vielleicht einfach springen. Und der fängt mich. Oh Gott. So, ich bin wieder dran. Hack ihn. Verdammt, noch eins. Kaputt. Ah, fängt mich. Egal, ich gehe drauf. Okay, jetzt könnte ich ihn gleich haben. Es wird halt deutlich einfacher, wenn ich irgendwann ein paar Moves besitze. Dann wird es deutlich leichter für uns. Ja, endlich. Reiß das alte Gammelding raus. Dankeschön. You lose. Sir, this is Logan. I'm at the rendezvous point, but there's no sign of Creed. We lost communication with him a while ago, but we're still tracking him, moving down the river. Logan, this is Wraith. It looks like your brother's already armed the area with explosives. I'd hightail out of there before it blows. You heard the man, Logan. Find a way off that rock and get to the river. You don't have much time. Okay, wait, bin ich jetzt runtergerutscht oder sind das irgendwelche Jungle Freaks, die jetzt out of nowhere kommen? So, kann ich jetzt rutschen? Ah, ich muss da hoch, ha? Huh? Den Götzen da rausschieben. Einmal hier den Klotz rausschieben. Dankeschön. Ey, die haben aber Hugh Jackman echt gut eingefangen, ne? Also optisch, Volltreffer, finde ich. So, das nehme ich mal hier, denn ich muss leveln, Freunde. Ich muss leveln. Dankeschön, dass du da stehst, dass ich darüber springen kann. Made my day. Warum explodiert jetzt alles? Wieso zum Geier explodiert jetzt alles? Blub. Komm schon, lass dich zerstückeln. Genieß es einfach. Da wäre eine Lebensanzeige ganz nützlich, weil ich gerne mal wissen würde, was hält der so aus, ne? Vorsicht. Logan kann alles, aber nicht schwimmen. Oh, was ist jetzt los? Die Kamera. Ich kann nicht schwimmen, Freunde. Sauber. Ah, das Spiel hat einfach alles. Das ist einfach so ein Spiel wieder, was richtig, richtig Bock macht. Nicht den Fahrer umbringen, Logan. Nicht den Fahrer. Den brauchen wir noch. Ach, Ravensoft.
Auf euch ist einfach Verlass. Raven Software, die Regeln. Die machen einfach gute Spiele. Aber wie gesagt, von denen werden wir wahrscheinlich nie wieder irgendwas bekommen. Nicht mehr in die Richtung. Weil die jetzt so bei Activision eingespannt sind, dass sie nur noch Teile von Call of Duties machen. Die sind halt voll drin in der Maschine von COD. What the hell are you waiting for, huh? Come on, let's do this. Didn't need the help. I was always better at this part than you. Yeah, the killing part? Day's gonna come, little brother. I won't always be there to help you. Don't worry, though. You're the same as me. You just don't know it yet. What don't I know? The tale of why the moon is lonely. No, why don't you enlighten me? The moon had a lover, Kwekuachu. But Trickster wanted the moon for himself, so he suggested Kwekuachu come to our world and pick her some wild roses. Never trust a guy named Trickster. Kwekuachu found out that once you leave the spirit world, you cannot return. So now he's trapped here, doomed to howl at the moon forever. Kwekuachu got screwed. Kwekuachu, the Wolverine. Kayla, run. Don't ask why, just run. But Logan... Go! You. Hey, little brother. Long time no see. So, wie es weitergeht beim nächsten Mal, bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschüss!